Eigentlich lief es gerade richtig super für die Partei Die Linke. Die täglichen Horrormeldungen von der Finanzkrise waren für die Herren Lafontaine und Gysi ein gefundenes Fressen. In dieser komfortablen Lage setzte die Partei noch einen drauf. Sie präsentierte in Berlin ihren eigenen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten, den Schauspieler Peter Sodann, bekannt geworden als Tatortkommissar. Axel Zwähler fasst die Höhepunkte jener Pressekonferenz zusammen. Peter Sodann, bekannt als Tatortkommissar Ehrlicher auf ungewohntem Parkett. Die Führung der Linkspartei präsentiert ihren Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten. Für das höchste Amt im Staat verfüge er über eine besondere Qualifikation. Für die überzeugende Darstellung dieser beliebten Krimi-Figur ernannte ihn die sächsische Polizei 1996 und Sachsens Polizeigewerkschaft am 12.06.1999 jeweils zum Ehrenkommissar. Das muss man erst mal hinkriegen. Er hat sich anschließend zu einem großen Darsteller auf deutschen Bühnen einen großen Namen erworben. Und was natürlich auch wichtig ist für uns, dass er stets eine große Zustimmung beim Publikum, eine große Zustimmung gefunden hat. Die Wandlung des Schauspielers zum Kandidaten ist für ihn selbst die größte Überraschung. Es ist doch irre eigentlich. Verstehen Sie, ich bin 1936 geboren. Ich hätte noch nie gedacht, dass irgendjemand mal eines Tages kommt und sagt, willst du nicht Deutschlands Bundespräsident werden? Ist aber so. Ich habe eine Eigenschaft, die ist, ich kann ungern Nein sagen. Peter Sodann gilt als Außenseiter. Seine Ideen entfalten ihren wirklichen Glanz erst in Zitaten wie diesen. Wäre ich Präsident, würde ich erst einmal Herrn Bush schreiben, dass er keine Kriege mehr machen soll. Warum muss ich als Kommissar Ehrlicher immer nur Bauingenieure oder Kindesentführer verhaften? Ich möchte eigentlich ganz gerne mal Leute wie Herrn Zumwinkel oder Herrn Ackermann verhaften. So einfach ist das also. Die Führung der Linken verkauft diese Ideen als Geistesfunken eines besonders klugen Kopfes. Peter Sodann ist auch ein Querdenker, wenn man so will. Eine eigenständig denkende Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die auch Mensch ist. Nur verständlich, dass auch der Kandidat eines täglich braucht. Erfolgserlebnisse. Ich löse immer jeden Morgen auf der Toilette ein Kreuzworträtsel. Ja? Und da habe ich aber solch einen Block, wo hinten drauf die Lösung steht. Und weil ich gern morgens zwei Erfolgserlebnisse haben möchte. Nicht zu bescheiden, Herr Sodann. Die Linkspartei lässt Sie gern glauben, dass Ihr größtes Erfolgserlebnis noch bevorsteht. Am 23. Mai 2009 zur Wahl des Bundespräsidenten. Ja, so weit wird es wohl nicht kommen. In Deutschland können sich gerade mal 8% der Menschen so einen Bundespräsidenten vorstellen. Und selbst in der eigenen Partei, bei den Linken, sind nur 34% für Peter Sodann.